Lektion 2. Fahren mit L-Drive. Um eine bestimmte Geschwindigkeit beizubehalten, aktivieren Sie durch zweimaliges Drücken des Drehknopfs den L-Drive. Das L-Drive-Symbol im Monitor erscheint grün. Durch Drehen des Drehknopfs können Sie die gewünschte Geschwindigkeit anpassen. Wenn Sie über das Fahrpedal beschleunigen, können Sie die neue Geschwindigkeit auch durch einmaliges Drücken des Drehknopfs übernehmen. Wenn Sie bremsen, wird die Geschwindigkeit nach dem Lösen des Bremspedals beibehalten. Beim Stillstand des Fahrzeugs wird der L-Drive deaktiviert. Sie deaktivieren den L-Drive durch: erstens langes Drücken auf den Drehknopf, zweitens bei Fahrzeugstillstand, drittens beim Verlassen des Fahrersitzes, viertens bei einer Geschwindigkeitsreduktion von mehr als 15 km/h. Beim Arbeitseinsatz bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h kann die Kriechfunktion genutzt werden. Das Triebwerk bleibt im ersten Fahrbereich. Die Aktivierung erfolgt nur unterhalb von 10 km/h über Betätigen der Taste an der Armlehne vorne links. Ein großer Vorteil ist hierbei die feinfühligere Fahrpedalsteuerung im Arbeitseinsatz.